So, meine lieben Damen und Herren, Sie sehen mich wieder auf der Bühne stehen. Das ist ein deutliches Zeichen, dass es jetzt wieder weitergeht mit dem Programm. Wir hoffen, es hat Ihnen geschmeckt und Sie sind nicht alle zu tief in das Suppenkoma gefallen und jetzt bereit für den Nachmittagsteil. Wir haben weiterhin sehr interessante Programmpunkte, die auf uns warten. Einer davon kommt von Thomas Herrmann von der Uni Duisburg-Essen. In seinem Beitrag geht es um das Thema Projektverstetigung als Kulturwandel und die für viele von uns in diesem Bereich tätige Menschen zentrale Frage, wie geht es weiter nach einem Projekt? Wir sind sehr gespannt auf hoffentlich mögliche Antworten und im Anschluss auch mit Ihnen nochmal zu diskutieren und begrüßen ganz herzlich Thomas Herrmann. Schönen Dank. Ich bin zu hören, das ist gut. Ja, schönen Dank auch von meiner Seite, dass ich hier reden darf. Mein Bezug zu ORCA, ich habe, wie gesagt, in den letzten 2,5 Jahren in einem ORCA-Projekt in der Projektlinie Curriculum 4.0 gearbeitet und stehe, wie viele meiner Kolleginnen, die ich in den letzten Jahren kennengelernt habe, sehr tolle Menschen, sehr engagierte Menschen vor der Frage, und was ist dann, wenn ich nicht mehr da bin? Wie geht es eigentlich danach weiter? Das ist nicht nur für mich eine persönliche Frage, wo ich heute erzählen will, sondern wo mich vor allem auch interessieren würde, wie ist es euch, wie ist es Ihnen damit ergangen? Welche Fragen stellen sich Ihnen? Wo können wir vielleicht auch innerhalb der Hochschulen uns besser vernetzen, damit Projektverstetigung besser gelingen kann? Genau. Erste These, kein Projekt erreicht sein intendiertes Ziel. Was soll das heißen? Natürlich nicht, dass wir irgendwas machen, sondern dass kein Projekt so läuft, wie es eigentlich gelaufen ist. Es gibt Projekte, die scheitern. Es gibt Projekte, die erreichen einen Teil ihrer Ziele. Und ja, es gibt Projekte, die erreichen einen Großteil ihrer Ziele oder nicht. Worauf ich mit dem Bild hinaus will, es gibt viele Wege, die einem so auf so ein Projekt begegnen. Es geht nicht immer nach oben, geradeaus, sondern auch nach links, nach rechts. Man guckt, was sich für Gelegenheiten ergeben. Das heißt nicht, wir machen alle laissez-faire und gar nichts mehr, sondern ich habe als Vorschlag 3 Prämissen aufgeschrieben, was einem so leiten sollte. Die 3 Punkte habe ich aufgeschrieben. Die Grundidee sollte erhalten bleiben. Zweitens, es sollte sich nachhaltig was verändern, und mit nachhaltiger Veränderung meine ich dann eben auch dynamische Veränderung, also nicht Projekt zu Ende, Ziel erreicht, dann bleibt alles so, wie es ist, sondern auch das, was man mit dem Projekt produziert, also bei OER-Content ist es ja auch ein Thema, das Ganze soll sich dynamisch weiterentwickeln, so wie sich Hochschullehre, wie sich die Bedürfnisse, Bedarfe an Hochschullehre weiterentwickeln, soll sich das auch weiterentwickeln. Und das Ganze muss in bestehenden, auch legalen Hochschulstrukturen abbildbar sein. Vor diesem Hintergrund anekdotische Evidenz zum Anfang, aber nicht zu viel davon, sondern eher die Frage, eher die systematische Frage nach Projektverstetigung, welche Ebenen sind da wichtig, welche Ebenen machen die Kultur aus, wie spielen die zusammen? Am konkreten Beispiel Uni Duisburg-Essen, Institut für Politikwissenschaft, mit dem Hinweis, Fazit und Vernetzung und den Netzwerktisch für diejenigen, die online teilnehmen, der im Anschluss an diesen Talk stattfinden wird. Worum ging es im Projekt? Als Hochschulen haben wir die Aufgabe, Studierende zu Expertinnen in der digitalen Welt zu entwickeln. Auch im Bundestag zum Beispiel. Die Politikwissenschaft hat einige Anknüpfungspunkte, dafür mehrere gute Anknüpfungspunkte. Die Frage, sind die nach außen sichtbar, sind die gut integriert wie können wir das Ganze noch sichtbarer machen? Das Ganze ist in ein Projekt geflossen, Update BA Politikwissenschaft 4.0, welches die Bereiche, welche Kompetenzen sind für Politikwissenschaftlerinnen wichtig, in ein Kompetenzmodell übersetzen wollte. Wie weisen wir Kompetenzen nach, in ein Zertifikat und Prüfungsschema übersetzt hat, und wo und wie werden digitale Kompetenzen gelehrt, in ein Lehrprogramm Digitale Politikwissenschaft.
Die Ergebnisse lassen sich kurz darstellen in 4 Kompetenzbereichen mit 8 verpflichtenden Leistungen, also Kompetenznachweisen im Grundlagenbereich plus 5 im freiwilligen Bereich. Und da sieht man auch Ganze noch, Stichwort Dynamik, das Ganze ist auch noch ausbaufähig, soll sich weiterentwickeln. Und auch der Grundlagenbereich wird wahrscheinlich in 5 Jahren anders aussehen, wenn Chatbots eine ganz andere, also ja, wenn Chatbots quasi da angekommen sind, wo sie jetzt schon angekommen sind. Damit komme ich auf den Bereich der Verstetigung. Also ich rede jetzt gar nicht mehr von den Projektinhalten, sondern eher von dem Systematischen, wie hat sich das Ganze verstetigt. Und da hatte ich 4 Bereiche, wie gesagt, auf der institutionellen Ebene einmal den Fachbereich, das Institut, zweitens die Hochschulverwaltung, mit der wir das Ganze abzuklären haben, und zweitens die individuelle Ebene, aber auf die komme ich dann gleich noch zu sprechen. Fachbereich Institut. Jeder und jede, die in der Hochschule tätig ist, kennt die QS-Maßnahmen, also Qualitätskonferenzen und so weiter und so fort. Das Ganze ist die Grundlage für eine Reakkreditierung, die an der Uni Duisburg-Essen alle 6 Jahre stattfindet. Warum erzähle ich das? Weil, wenn wir digitale Kompetenzen verankern wollen, dann müssen wir in der Prüfungsordnung stehen. Das passiert im Rahmen der Reakkreditierung. Und der zweite Punkt, der bei uns dazugekommen ist, ist ein Strategieprozess. Das heißt, formal kann man so digitale Kompetenzen in die Studienordnung reinschreiben. Was ist aber jetzt auf Seiten der Institutsmitglieder? Wird das Ganze zu einer gelebten Praxis oder betrifft die Reakkreditierung eigentlich nur die 3 Leute, die in den Qualitätskonferenzen drin sitzen, also die Geschäftsführung und diejenigen, die dann irgendwie alle 6 Jahre ihre Pflichten zu erledigen haben? Deswegen komme ich zuerst auf die Institutsstrategie. Es gab einen Strategieprozess mit 8 AGs zu 8 verschiedenen Themen mit breiter Beteiligung aller Statusgruppen. Also Studierende haben teilgenommen, auch die TUV, also die Technik- und Verwaltungsmitarbeitenden haben teilgenommen, Professorinnen und der Mittelbau haben alle teilgenommen und sich in ihre Schwerpunkte eingebracht. Schwerpunkte waren, welche Rolle haben die ProfessorInnen, welche Rolle hat die Forschung, welche Rolle hat der Mittelbau, welche die Studierenden, wie möchten wir zusammenarbeiten, wie möchten wir kommunizieren. Ein Punkt oder ein Aspekt, eine AG in diesem Strategieprozess war auch Studium und Lehre. Und in diesem kamen Projektinhalte nicht direkt vor. Also auch ich habe ja die Ideen, AG nicht ins Leben gerufen, sondern eine Professorin hat die geleitet. Aber darin ergeben sich schon quasi von der Basis aus die Anknüpfungspunkte, ja, digitale Lehre, digitale Kompetenzen sollen auch zukünftig bei uns Thema sein. Die einzelnen Punkte haben Sie sicher in der Zeit, in der ich erzählt habe, schon nachgelesen. Deswegen komme ich zum nächsten Punkt. Also Strategie, Papiere. Ich habe letztens, glaube ich, in einem Papier gelesen, die meisten Strategien enden in dem Papier und dann war es das gewesen. Ist bei uns nicht der Fall gewesen, denn es gibt quasi Arbeitsgruppen, die sich auf der Grundlage gebildet haben, die sich in Zukunft weiter treffen werden, unter anderem ein Austauschformat Lehre, das ist immer noch das Einfachste, also quasi ein regelmäßiges Treffen. Es gibt einen Gremientag, der lehrfrei ist oder einen lehrfreien Vormittag, der ist für Forum Forschung mittlerweile schon vorgesehen. Was wir gemacht haben, dann machen wir 2-mal im Semester auch in Forschung Lehre. Da kommen digitale Kompetenzen vor, kommen viele Themen vor, die nahe an dem Thema der Lehre dran sind. Dankeschön. Selbstverständnis wollte ich auch einmal kurz vorgestellt haben. Auch wenn wir noch kein verschriftlichtes Selbstverständnis haben, gibt es sowas wie eine Skizze, welche Teile im Selbstverständnis wichtig ist. Ohne jetzt die einzelnen Teile in dieser vorläufigen Skizze erklären zu wollen, wollte ich die Punkte stark machen. Erstens, digitale Lehre, digitale Kompetenzen sind eingebettet in einen breiteren Kontext von dem, was ich salopp jetzt mal Institutskultur oder Kultur nenne, wo auch Themen wie Respektkultur, Ermöglichungsstrukturen, aber vor allem auch
Forschung und Forschungsthemen eine Rolle spielen. Forschungsthemen spreche ich deswegen an, auch auf der Ebene, wie kommuniziere ich oder ja, wie kommen digitale Kompetenzen auf Fachbereichs- oder auf der Seite von Hochschullehrenden vor. Eigentlich haben, seien wir ehrlich, Hochschullehrende alle ihre Themen, die sie beforschen. Was ihre Intention bei Lehre ist, sind nicht Future Skills, digitale Kompetenzen, sondern ihre Forschungsthemen, für die sie brennen und die sie ihren Studierenden nahebringen wollen, wo sie sagen, ne, also auch aus der Idealismus ist dann, von dem, was ich hier forsche, sollen die Studierenden was mitnehmen. Deswegen rede ich mit denen, also wenn ich jetzt als Projektmitarbeiter mit den Lehrenden rede, sind es wirklich viel die Themen, Inhalte, was sie gerade an Projekten inhaltlich forschen und arbeiten. Um das Ganze kurz abzurunden, was ich erzählt habe, ist ein relativ gut abgelaufener Prozess. Die Projektverstetigung ist gelungen, in dem Sinne, als dass wir die Ziele des Zertifikats in die Prüfungsordnung aufnehmen. Es wird eine Verstetigung auf der Seite geben und es wird Ansatzpunkte für eine Dynamisierung geben, die werde ich gleich noch ansprechen. Also im Prinzip Projekt gelungen. Das Ganze ist deswegen gut gelungen, weil wir eine relativ produktive Institutskultur haben. Das heißt, dass es digitale Kompetenzen im Curriculum stärker verankert werden sollen, war vor Projektbeginn auf Institutsebene schon geklärt. Es gab die Unterstützung von oben, also die Geschäftsführung hat sich des Themas angenommen, was, ich weiß nicht, wer hier schon in Projekten gearbeitet hat, für diejenigen, die das Projekt machen müssen, natürlich ganz andere Voraussetzungen sind, als wenn man bei irgendeinem Lehrstuhl angesiedelt ist und vor verschlossenen Türen steht. Und drittens, die konstruktive Institutskultur. Es gibt, ja, ich sage es mal negativ, es gibt eigentlich so diese Antifraktion, die hat es nicht gegeben. Kritisch ist das Ganze natürlich andersrum, die Durchgriffsmomente von oben sind natürlich auch nicht so gegeben, als dass eine Institutsleitung oder irgendjemand anders bestimmt, was einzelne ProfessorInnen machen. Das heißt, Digitalkompetenzen, man kann die Strategie auch unterschreiben und sagen, ja, finde ich gut, aber was man dann praktisch macht, ist dann immer noch den einzelnen Lehrenden überlassen. Und zweitens, das ist vielleicht etwas untergegangen oder wurde nicht so deutlich, bei den Punkten, die jetzt in die Verstetigung gehen, ich habe gesagt, es gibt so dieses Forum Lehre, das lässt sich relativ einfach umsetzen. Dann gab es auch noch Punkte innovative Prüfungskultur, hybride Lehre. Das ist jetzt mal nicht so eben umgesetzt, ne? Und da gibt es auch noch keine AGs zu. Also deswegen gibt es immer noch kritische Punkte, die offen bleiben und die nicht, wo ich auch erstmal nicht weiß, wie die weiterlaufen. Das wäre vielleicht auch ein Punkt für die Diskussion und Vernetzung. Hochschulverwaltung als zweiter Punkt. Wir alle haben Erfahrungen mit der Hochschulverwaltung gemacht, deren positive Funktion es ist, das, was wir machen, rechtssicher umzusetzen und nachhaltig umzusetzen. Das Ganze läuft dann praktisch so ab, dass nicht alles den kurzen Weg geht, den wir uns vorstellen, sondern über Umwege, sondern dass wir Umwege zu laufen haben, am Ende aber da hoffentlich ankommen, wo wir hinwollen. Die Maßnahmen förderlichen Rahmenbedingungen hatte ich im Prinzip schon mit angerissen, als ich den Fachbereich vorgestellt habe. Und der kritische Aspekt soll jetzt gleich kommen. Es gibt nämlich so diese Eckpunkte, wo man in Streit, ich sage jetzt nicht in Streit, oder wo es zumindest Diskussionen gibt, Interpretationsschwierigkeiten, nennen wir es mal so. Die Rahmenprüfungsordnung müssen Sie sich alle nicht durchlesen. Wenn Sie im zweiten Satz hängen geblieben sind, dann hat es genau den Effekt erfüllt, den ich damit erfüllen wollte. Nämlich, das ist halt schwieriger Text. Verschiedene Leute versuchen, den zu interpretieren und für sich auszunutzen. Was wir machen wollten, wir sagten, ne, wir machen ein Zertifikat für digitale Kompetenzen. Wie machen wir den Kompetenznachweis? Wir möchten nicht den ganzen Studiengang umschmeißen, sondern wir möchten die digitalen Kompetenzen möglichst flexibel, geschmeidig in das vorhandene Studium einführen.
Und dann schien uns der Aspekt Studienleistung das geeignete Mittel. Studienleistungen sind quasi Prüfungsvorleistungen, müssen die Studierenden irgendwann mal machen, bevor sie zur Prüfung zugelassen werden, wo sie dann eine Note schreiben. Was meine ich mit gelebter Praxis? Wie es scheint, war es an der UDE bisher immer so, dass es nur Studienleistungen gab, zu denen es auch ECTS gab. Also ECTS sind, ne, also diese Punkte, 1 ECTS sind 30 Arbeitsstunden und so weiter und so fort. Was ich damit sagen will, das wollten wir eigentlich nicht. Wir wollten uns auf Kompetenzen konzentrieren, nicht auf Arbeitsaufwand. Und der zweite Aspekt war, wenn wir tatsächlich ECTS verschieben, dann verschieben wir das Gewicht von Prüfungsnoten. Und auch das ist dann wieder nicht die Geschmeidigkeit, die wir eigentlich haben wollten. Das wird, glaube ich, so ein klassischer Fall einer autoritären Interpretation von oben, also sprich das Rektorat wird da wohl mal sein Wort sprechen dazu. Die individuelle Ebene. Wir können sehr viel ändern auf institutioneller Ebene. Wir haben unsere Prüfungsordnung neu geschrieben. Wir haben festgestellt, digitale Kompetenzen sind zum Pflichtteil geworden. Ich hatte es bei Professuren angedeutet, am Ende sind es immer noch Menschen, die das umsetzen und die damit klarkommen müssen. Deswegen den Bereich individuelle Ebene und den Bereich Lehrende. Wie möchten wir Lehrende quasi begleiten, wenn meine Person dafür nicht mehr da ist, und auch ermöglichen, dass das Projekt Digitale Kompetenzen dynamisch wird, sprich es neue Leistungen, neue Inhalte für das Projekt Digitale Kompetenzen oder im Bereich Digitale Kompetenzen gibt. Ein Aspekt, den das Institut hier freundlicherweise vorhat, ist eine Deputatsregelung für eine Lehrkraft quasi. Also sie bekommt so und so viele Stunden gutgeschrieben dafür, dass sie Lehrende darin unterstützt, digitale Kompetenzen zu lernen und zu lernen. Und auch die OER-Plattform, die ich jetzt noch gar nicht genannt habe, die nur auf dem Papier stand, entsprechend zu kommunizieren. Förderliche Bedingungen dafür, es gibt immer diejenigen, die gerne ausprobieren wollen. Im Bereich Politikwissenschaft gibt es Affinitäten im Bereich Informationskompetenz, Data Literacy, Future Skills. Lehrbausteine sind schon da. Allerdings, ne, kritischen Faktor kennt jeder hier, Lehre ist ein Luxus. Lehre ist ein Luxus, den sich insbesondere Qualifikationsstudierende zusätzlich zu ihrer Promotion und den Veröffentlichungen, die sie machen müssen, leisten können. Und auch auf professionaler Ebene ist eine Frage, Drittmittel oder mache ich meine Lehrveranstaltung besser? Dafür gibt es auch Drittmittel, muss man sagen, allerdings nicht in dem Maße, dass ich davon jedes Mal 3 Nachwuchswissenschaftlerinnen einstellen kann oder Ähnliches. Inhaltskompetenzorientierung, das hatte ich auch schon gesagt. Digitale Kompetenzen ist eher ein Faktor, den das Projekt quasi mit einer Stelle, die eine Forschungsstudie dazu gemacht hat, in der Lehre entdeckt hat. Wenn ich jetzt jemanden in der politischen Theorie oder so weiter fragen würde, ja, machst du digitale Kompetenzen, ja, wird die wahrscheinlich das in ihrer eigenen Lehre nicht erkennen können. Ja, also deswegen ist das dann immer schon noch so eine Übersetzungsleistung, wo ich jetzt auch nicht genau weiß, wie wird die in Zukunft geleistet. Studierende sollen natürlich aktiv beteiligt werden in ihrer Lehre. Digital Badges, kann man sich die Frage stellen, warum belassen wir es nicht bei den Studienleistungen, die dann im Transcript of Records stehen und dann war es das. Nee, Studierende sollen auch über ihre Kompetenzen reflektieren, sollen sehen, welche Kompetenzen erwerben sie im Studium, was bedeutet das. Dafür gibt es diese Digital Badges, also jeder, der sich mal mit Badges auseinandergesetzt hat, es gibt da so einen Metadatensatz mit einer Beschreibung der Kompetenzen, die da drin stecken und das ist quasi die Idee dahinter. Der Anreizmoment Gamification ist natürlich ein Aspekt, aber eigentlich nicht der Hauptpunkt. Ne? Also eigentlich ist so diese Kompetenzreflexion der Punkt, der hier die maßgebliche Rolle spielen soll. Mit einigen Studierenden haben wir da auch positive Erfahrungen gemacht. Die haben gute Rückmeldungen gegeben, haben gesagt, ja, finde ich gut, dass ich das mal lesen kann, was ich im Studium lerne. Kritische Aspekte, es gibt
Serviceorientierung sind so diese typischen Attributierungen von Studierenden. Was ich, glaube ich, kritischer finde, ist so eher diese Frage, wie erreichen wir eigentlich Studierende, insbesondere diejenigen, die sich nicht auf Tutorien bewerben, die nicht in den studentischen Gremien sitzen, die keine guten Noten schreiben und so weiter und so fort, die eigentlich nur ihre Lehrveranstaltungen besuchen, ihre Klausuren schreiben und so weiter und so fort. Also eigentlich möchten wir die erreichen. Dafür habe ich auch noch keine Konzepte irgendwo lesen können, wo ich sagen würde, ja, genau so machen wir es jetzt. Also auch ein Punkt für die Diskussion. Ja, damit wäre ich auch schon am Ende des Vortragsteils angekommen. Also erfolgreiche Projektverstetigung basiert auf Projektplanung und Umsetzung mit anschlussfähigen, also bei allen Akteuren, Zielen und Anreizen, konstruktive Zusammenarbeit und Unterstützung der Leitungsebenen. Ja, damit wäre ich auch schon beim Fragenteil angekommen und ich verweise noch auf den Netzwerktisch für die Digitalteilnehmenden und außerdem gibt es dieses Forum, also wenn irgendwie nicht die Gelegenheit bleibt, der eine oder die andere den anderen Workshop lieber besucht, es gibt die Funktion, jemanden anzuschreiben, ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß, irgendwie Chat oder so. Findet Sie im Forum, schreiben Sie mich an, wenn Sie Interesse an dem Thema haben, möglicherweise mache ich dazu dann noch mal außerhalb der Konferenz einen Zoom-Raum auf. Schönen Dank. Vielen Dank, Thomas Herrmann. Und auch vielen Dank, dass Sie mir die Arbeit ein Stück weit abgenommen haben, weil da steht schon Fragen, Anmerkungen, Kritik. Und darum geht es jetzt auch. Wir haben auch jede Menge Zeit, also sehr vorbildlich. Vielen Dank, dass Sie sich kurz gefasst haben. Oh. Und deswegen ist genügend Zeit. Ich kann mir vorstellen, es gibt Fragen hier auf dem Publikum oder im Chat. Wer hat was? Wer möchte? Da sehe ich schon eine Wortmeldung. Hallo. Hört man mich? Ja. Johannes Völdes vom Stifthof. Mich würde interessieren, ob diese Digital Badges tatsächlich auch die Überlegung besteht, sowas als Micro-Degrees oder Credentials irgendwann mal anzubieten, wenn man da eh einen Zertifizierungsmechanismus von der eigenen Seite hintersetzt. Ja, das ist eine gute Frage. Wir hatten uns die Frage auch gestellt gehabt und wir wollten genau das ein Gegenmodell zu Micro-Credentials machen. Bei Micro-Credentials sahen wir den kritischen Punkt, studieren Studierende das. Wir möchten eigentlich, dass alle Studierende das machen und das nicht zusätzlich zu ihrem Studium machen. Deswegen haben wir, wenn ich jetzt näher das Projekt erläutert hätte, hätten Sie es gesehen, eher geguckt, was haben wir in den Propedeutika, was haben wir in den Methodenveranstaltungen und so weiter und so fort. Und haben da geguckt, wo stecken da die digitalen Kompetenzen und weisen sie quasi integriert auf. Micro-Credential hatten wir als Projektergebnis nicht vorgesehen. Was nicht heißt, dass man das Ganze adaptieren kann und überlegen kann, ja, bieten wir Micro-Credentials für verschiedene Sozialwissenschaften auch an. Dann sehe ich, es gibt eine Frage aus dem Chat. Daniel, bitte. Ja, genau. Frau Andrea Martin fragt etwas zur Verstetigung von digitaler Lehre und ich könnte mir vorstellen, dass wir heute auch hier einige Personen haben, die darauf eine Antwort geben können oder wollen. Und zwar die Frage ist, was ist mit der Pflege der erstellten und genutzten Lernunterlagen? Wie werden diese zur Pflege an Nachfolgende weitergegeben? Ja, also die Antwort, das ist noch nicht komplett beantwortet. Das ist in Arbeit, sage ich mal. Wir sind im letzten Projekthalbjahr, wir sind gerade dabei, unsere Materialien für Orca aufzuarbeiten. Das ist vielleicht der erste und die richtige Antwort. ich hatte auf die Lehrkraft hingewiesen, die dann auch dafür zuständig wird, das Material quasi intern zu pflegen. Okay, dann hätte ich vielleicht eine provokante Frage, Herr Herrmann. Wie sieht es denn bei Ihnen mit der Projektverstetigung aus? Sie haben ja viel gesprochen über, das ist auch total wichtig, diese Nachhaltigkeit, auch am Anfang mit den drei Punkten. Welche Überlegungen gibt es da bei Ihnen, das vielleicht irgendwie institutionell zu verankern? Was meinen Sie genau? Das Projekt, also das, was Sie da entwickelt haben. Ja, die Lehre, die wird verankert, das ist Teil des
BA-Studiums ab dem Wintersemester 23/24, wenn alles gut geht, werden digitale Kompetenzen, die darin enthaltenen Leistungen und auch die darin enthaltenen Lehrinhalte verpflichtend für alle Studierenden gelehrt. Das heißt, solange wie die kommende Prüfungsordnung Bestand hat, werden auch diese digitalen Kompetenzen Bestand haben in der Lehre. Dankeschön. Da sehe ich noch eine Frage von Tobias. Genau, Tobias Ortelt, TU Dortmund. Ich hoffe, dass digitale Kompetenzen auch weiterhin wichtig sind, wenn Ihre Prüfungsordnung ausgelaufen ist. Das ist die erste Frage. Die zweite, oder die Anmerkung jetzt, die Frage geht in eine gleiche Richtung. Sie hatten eben unterschieden zwischen Future Skills und digitalen Kompetenzen. Für mich wären digitale Kompetenzen ein Teil der Future Skills. Wieso unterscheiden Sie das? Wir haben Future Skills tatsächlich eingegrenzt in unserem Modell. Also das Modell zu diskutieren, würde wahrscheinlich heute den Rahmen sprengen. Wir haben aber Future Skills so auf diese 4K-Bereiche und Agilität fokussiert. Mir sind die Future Skills-Modelle bekannt. Ne? Da ist digitale Kompetenz immer ein Bestandteil von. Wir hatten das so als Platzhalter für die 4K, Agilität und so weiter, Projektmanagement eingeführt. Okay, und ich sehe, es gibt noch eine Frage aus dem Chat. Das ist ja ein hochspannendes Thema. Die Fragen hören gar nicht auf. Also Daniel, bitte. Ja, dass das ein hochspannendes Thema ist, zeigt sich auch, dass wir zwischendurch fast 120 Zuschauerinnen und Zuschauer im Chat hatten. Also ein sehr hoch nachgefragtes Thema. Und die Frage von René Kremko ist, halten Sie es für vorstellbar, Micro-Credentials auch mit Self-Assessment, wie zum Beispiel DIC-Comp, zu verbinden? Ja, das ist die Frage von René Kremko. Schönen Gruß an die HU Berlin. René Kremko hat ein Self-Assessment für digitale Kompetenzen entwickelt. Ich hatte die Frage, Self-Assessments, das sind ja bei Ihnen quasi diagnostische Assessments, die der René Kremko macht, sind bei uns nicht vorgesehen, um es mal so zu sagen. Wobei ich persönlich finde das immer noch einen interessanten Aspekt, sich dieser Sache anzunehmen. Aber das wäre für mich eher eine Frage, die auf Hochschulebene, also die zentral gemacht werden sollte. Sollen unsere Studierenden irgendwie Self-Assessments machen? Es gibt schon welche im Bereich mathematische Grundfertigkeiten Rechtschreibung, Grammatik und so weiter, ob man da nicht sowieso ein digitales Self-Assessment einführt. Da würde ich aber weniger wirklich die kleinen, in Anführungsstrichen, Institute in der Pflicht sehen als die Hochschulen. Danke. Wir hätten noch Raum und Zeit für eine allerletzte Frage. Ich sehe auch ganz spontan eine Handmeldung hier vorne, bitte. Ja, hallo, Sebastian Metag vom eTeach-Netzwerk Thüringen. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann integrieren Sie ja die digitalen Kompetenzen ins Studium und verteilen sie gewissermaßen über die verschiedenen Studienfächer. Das heißt, jedes Fach trägt anteilig bei zur Ausbildung digitaler Kompetenzen. Ich finde, bitte? Eine kleine Korrektur. Wir sind ein Studiengang BA Politikwissenschaft und das ist verteilt auf die verschiedenen Lehrveranstaltungen und Module. Exakt, genau. Das finde ich ausgesprochen charmant. Also sozusagen das mitzudenken und eben nicht zu sagen, da gibt es übrigens noch das Modul mit den digitalen Kompetenzen. Ja. Was mich jetzt interessiert, inwieweit dieses Konzept aus Ihrer Sicht auch auf andere Studienfächer übertragbar wäre, diese Logik dieser integrierten Vermittlung. Ich könnte direkt sprechen für die Geistes- und Sozialwissenschaften, da hätte ich gesagt, da ist unser Modell zumindest von außen betrachtet relativ gut drauf anwendbar. In anderen Fächern, wie das in den Ingenieur- und so weiter Wissenschaften liegt, ich hätte gesagt, von der Grundidee auf jeden Fall, also hätte ich so vorgeschlagen, inhaltlich würde ich Ihnen da jetzt weniger zu erzählen können als zu den Sozialwissenschaften, wie das funktionieren könnte. Ich hätte aber gesagt, das ist genau der Ansatz, bei den Propädeutika anzufangen und integriert in die wissenschaftlichen Methoden die Anwendung von digitalen Tools und so weiter mitzulernen. Das halte ich für den Ansatz, der am besten, am zielführendsten ist. Dankeschön. Nochmal vielen Dank, Thomas Herrmann, Dankeschön. Für den super spannenden Vortrag. Vielen Dank auch für die Fragen. Und wir machen gleich weiter. Danke.